Geballte Frauenpower. Es ist kein Geheimnis, dass im Hause Stecher-Williams die Frauen den Ton angeben. Allen voran Mama Judith, erfolgreiche Unternehmerin, Investorin in der TV-Show Die Höhle der Löwen und leidenschaftliche Opernsängerin. Dass sie ihren Tatendrang auch an ihre Töchter weitervererbt hat, beweist die 12-jährige Angelina mit ihrer Teilnahme an Let's Dance Kids, wo sie auf Anhieb den zweiten Platz holt. Aber nicht nur auf ihre beiden Mädels ist Judith mächtig stolz. Gleiches gilt auch für ihre Schwestern Catherine und Elizabeth samt Familien. Bei der Premiere des Films Vicky und die starken Männer in München ist die Freude riesig groß, denn endlich können sie alle wieder gemeinsam etwas unternehmen. Außerdem fällt auf, wie groß Sophia und Angelina geworden sind. Es fehlt nicht mehr viel und sie sind genauso groß wie ihre Mama. Erst vor kurzem postet Mama Judith noch einen süßen Schnappschuss mit der älteren Sophia auf dem Arm. Damals war die heute 14-Jährige gerade mal 2 Jahre alt. Und auch von Angelina teilt sie eine niedliche Kindheitserinnerung. Inzwischen sind die beiden aber zu jungen Frauen herangewachsen und zwei echte Profis auf dem roten Teppich. Selbstbewusst und ganz schön stylisch posieren sie mit Mama Judith, lachen in die Kameras. Nervosität? Fehlanzeige. Kein Wunder, wenn die Mama ein alter Hase im Showbiz ist.